Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Zum einen gucken wir uns an, warum die Dominanz des Bitcoins kurz vor einem Einbruch steht und warum vielleicht sogar eine Altcoin-Rally bevorsteht. Außerdem gucken wir uns Schlüsselindikatoren an, die signalisieren, dass der Bitcoin das Jahresende mit einem deutlichen Plus erreichen könnte. Und zu guter Letzt blicken wir Richtung SEC, die nun kommuniziert haben, dass der Bitcoin als Wertpapier nicht die deklariert werden kann. Wir kommen zum ersten Thema und hier geht es vor allem um das Thema, dass die Bitcoin-Dominanz vor einem Einbruch steht und natürlich auch die Frage, ob die Altcoins grundsätzlich eine Rallye hier anstreben könnten. Im zweiten ja, Artikel gucken wir uns dann natürlich genau den Gegensatz dazu an. Das spiegelt so ein bisschen die Situation wieder, die wir so an der Crypto, an dem Markt und so weiter auch in der Community wahrnehmen. Die einen, die extrem euphorisch sind und die bullisch gestimmt sind. Sind und ich persönlich würde mich auch dazu zählen, definitiv, weil ich immer noch daran glaube, dass der Bitcoin funktioniert und dass die Probleme, die damit gelöst werden sollen, tatsächlich auch gelöst werden können. Aber wir brauchen sicherlich noch einiges an Zeit dafür. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die ganzen Bullen und die Personen, die daran glauben, dass der Bitcoin, wenn man das so kurz zusammenfassen kann, dass der Bitcoin einfach scheitern wird. Und da zähle ich mich dann eben nicht dazu. Und hier geht es vor allem darum, dass wir ja nun einen entsprechenden Rückgang in der letzten Zeit wahrgenommen haben. Das heißt also, so, dass wir die 10.000-Dollar-Marke 10 nicht mehr halten konnten, das wissen wir alle, und wir liegen ja aktuell bei ungefähr 8.000 Dollar. Kurzzeitig im Laufe des Tages lagen wir sogar unter 8.000 Dollar. Das Ganze hat sich nun aber wieder bei über 8.000 Dollar eingepegelt, und nun gibt es verschiedene Personen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass wir nochmal einen weiteren Rückgang sehen werden. Es geht zum einen um Josh Recker, der ja normalerweise ein ziemlicher Bitcoin-Bulle ist, würde ich sagen, der also sehr positiv dem Bitcoin gegenübersteht, und er glaube grundsätzlich, dass es nochmal zu einem Ausbruch nach unten kommen könnte. Das würde sich aktuell abzeichnen, denn auch die Dominanz des Bitcoins zeigt grundsätzlich aus seiner Sicht deutliche Anzeichen, dass die Kryptowährung Nummer 1, in dem Fall der Bitcoin, kurz davor steht, abzurutschen. Das würde natürlich automatisch bedeuten, dass der Bitcoin, wenn er dann anfängt, weiter zu sinken, dass dann einige Investoren dann aus dem Markt aussteigen und anfangen, gegebenenfalls in andere Altcoins zu investieren vielleicht in Ethereum, der ja aktuell, aktuell noch an der zweiten Stelle steht und damit also dann noch mal ordentlich aufsteigen könnte, das ist ja so ein bisschen die Haltung der meisten, auch der Twitter User Crypto Bitlord sagte dazu, sogar ein Noob kann sehen, wie es zusammenbricht. Das bedeutet einfach, dass Altcoins im Begriff sind zu pumpen. Und das ist quasi genau das, was ich auch gerade gesagt habe, würde der Bitcoin abrutschen, gehen dann die meisten davon aus, dass die Gelder dann aus dem Bitcoin abgezogen werden, und dann investiert werden und zwar in die anderen Altcoins. Die Frage ist natürlich, ob das wirklich realistisch ist. Wenn der Bitcoin dann abfallen sollte, dann haben wir wahrscheinlich eher die ganzen Zittrigen, die aus dem Markt dann ja sich zurückziehen werden, die anfangen, ihre Bestände abzustoßen, weil sie einfach ihre Verluste minimieren wollen. Natürlich ist das absolut legitim für die Personen, weil sie letztendlich strategische Entscheidungen treffen mussten und dann auch getroffen haben. Aber alle, die dann noch im Markt sind und dann halt wieder günstiger einsteigen können, die Freuen sich natürlich über die Möglichkeiten, weil so natürlich auch. Ja, der entsprechende Markt wieder belebt wird und auch ein entsprechend niedriger Preis des Bitcoins. Dieser bietet natürlich automatisch Möglichkeiten. Das, was oder worauf sich die meisten hier beziehen, da geht es natürlich, wie gesagt, um das Thema Dominanz. Aktuell liegen wir ungefähr bei 66 Prozent. Und wir sehen auch, dass der 50-tägige gleitende Durchschnitt seinen Höhepunkt vor kurzem erreicht hat und nun angefangen hat zu sinken, was also für die meisten ja, nach einer Trendwende aussieht. Was also wieder zu dem Thema dann führt, wird dann in das Thema Altcoins investiert von den meisten. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr dazu glaubt. Glaubt ihr das tatsächlich dann? alternativ zum Bitcoin in die Altcoins investiert wird und vor allem würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das Ganze dann eigentlich handhaben würdet, wenn der Bitcoin tatsächlich noch mal ordentlich nach unten geht. Ich persönlich würde wohl dann eher noch mal investieren, als mich aus dem Markt zurückzuziehen, aber das ist eher meine persönliche Meinung und mich würde wie gesagt einfach eure Idee hinter dem ganzen interessieren. Wir gucken uns das zweite Thema an und hierbei geht es um genau den Gegensatz natürlich zum ersten Artikel und zwar geht es hier darum, dass es ein paar Personen gibt oder einige Personen gibt, die grundsätzlich davon ausgehen, dass der Bitcoin bis zum Jahresende noch mal ein deutliches Plus und vor allem positiv dastehen könnte, was mich natürlich auch extrem freuen würde, ganz klar. Auch wenn wir aktuell noch bei 8000 Dollar liegen, sind wir damit immer noch stark im Plus dieses Jahr und wir müssten tatsächlich unter 3000 Dollar fallen, um wirklich im Minus dieses Jahr zu landen, beziehungsweise. Ja, entsprechendes Minus wirklich fahren zu können. Für alle, die frühzeitig investiert haben, für die ist das sowieso egal, vor allem dann, wenn ihr langfristig hodeln wollt. Unabhängig davon gehe ich ja immer noch davon aus, dass wir, wir haben zum Ende des Jahres so 10.000 bis 12.000 Dollar sehen werden. Das wäre jedenfalls meine Vorstellung. Die habe ich schon Anfang des Jahres kommuniziert und auch das sollte theoretisch möglich sein, aber dafür muss natürlich noch einiges getan werden. Und es könnte immer noch darauf hinauslaufen, dass wir erst zum ja, nächstjährigen Harving das Thema sehen werden, dass der Bitcoin also dann wieder steigt. Aber meine persönlichen Gefühle, beziehungsweise das, was ich halt glaube, ist, dass der Bitcoin eben noch mal bis zum Ende des Jahres soweit ansteigen kann. Und das ist auch das, was zum Beispiel der Analyst Mike McLone hier im Gespräch mit Bloomberg sagte. Er sagte, der Bitcoin-Reifungsprozess wird sich bis zum Jahresende beschleunigen, da die Volatilität in einem gedämpften Preissteigerungsprozess abnimmt. Der anfängliche euphorische Übergang zu einem Bullen von einem Bärenmarkt ist vorbei, was zum zu einer verlängerten Konsolidierungsphase führen sollte, aber mit positiver Tendenz aus ähnlichen Gründen wie Gold. Heißt also nichts anderes, als dass er grundsätzlich davon ausgeht, dass wir den Übergang aus einem Bullenmarkt ähm, bzw. Vorausgehen von einem Bärenmarkt in einen Bullenmarkt abgeschlossen haben und dass wir vor allem die Volatilität hier weiter, ähm, wenn sie eingedämpft bleibt, die dazu führen sollte, dass wir also nochmal zu einer entsprechenden Preissteigerung kommen sollten. Das ist jedenfalls das Potenzial, was dahinter stecken sollte. Und das könnte sich also bis zum Ende des Jahres nochmal ordentlich beschleunigen. Vor allem würde mich natürlich da riesig freuen, wenn so Dinge wie der Future einfach funktionieren würden. Wir haben ja alle extrem für Euphorie gehabt in Bezug auf BAC zum Beispiel mit ihrem eigenen Finanzprodukt und leider wurde das bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht angenommen. Es gibt viele Leute, die davon sprechen, dass es einfach zu früh ist, dass die institutionellen Investoren und Anleger einfach noch überhaupt gar nicht bereit sind, in Kryptowährungen zu investieren, weil sie sich einfach mit dem Thema Verwahrung und so weiter nicht wirklich auseinandergesetzt haben, weil sie einfach die Rechtsgrundlage nicht verstehen oder es einfach noch zu schwammig und grauschufig quasi formuliert wurde. All diese Probleme, die führen natürlich automatisch dazu, dass wir liquide Mittel, die theoretisch im Markt sein könnten, natürlich nicht haben und dazu führt dann natürlich auch ganz klar, dass wir den Bitcoin aktuell nicht steigen lassen können. Das ist, denke ich, das, was aktuell auch der Tatsache entspricht und da stirbt natürlich die Hoffnung zuletzt, vor allem, weil ja... Ich jetzt letztendlich die Technologie ja, weltweit weiter voranschreitet und Kryptowährungen sind sicherlich nur bis zu einem gewissen Grad ja, anwendbar. Da ist aber vor allem die Blockchain-Technologie natürlich zu betrachten, die für viele Bereiche echt viele Lösungsansätze bietet. Und ähm, wenn die Blockchain natürlich weiterentwickelt wird, dann wird natürlich auch bis zu einem gewissen Grad der Bitcoin weiterentwickelt, was also bedeuten würde, dass wir daraus resultierend nochmal einen ordentlichen Anstieg sehen sollten. Letztendlich sind das aber meine persönlichen Empfindungen bei dem ganzen Thema und ich freue mich immer noch auf die Zukunft, definitiv. Wir gucken uns das letzte Thema an. Hierbei geht es um die SEC. Wir haben ja in der Vergangenheit schon häufiger von der Börsenaufsicht ähm, einiges mitbekommen und sie haben grundsätzlich gesagt, dass Bitcoin als Wertpapier nicht deklariert werden kann. Das ist natürlich nicht schön, aber es ist nun mal die Ansicht der SEC. Es gab nämlich das Unternehmen bzw. den Fonds Cypher Technologies Bitcoin Fonds, die zum 1. Oktober versucht haben, eine Investmentgesellschaft ins Leben zu rufen. Die SEC hat das Ganze abgelehnt. Man hatte grundsätzlich versucht wohl ja mit dem oder gemäß dem Investment Company Act von 1940 sich zu registrieren. Was also implizieren würde, dass Bitcoin ein Wertpapier wäre. Das wurde aber abgelehnt. Wie gesagt, man habe hier einige Probleme aufgedeckt und einige Sachen einfach ja, gefunden, die überhaupt nicht passen. Die Argumentation und so weiter würden nicht hinhauen und man hätte hier einige Fehler gemacht. Letztendlich impliziert aber auch diese Ablehnung, wie gesagt, dass der Bitcoin hier nicht als Wertpapier war genommen wird, das heißt also auch hier muss es sicherlich noch zu der ein oder anderen Anpassung kommen. Die Frage ist aber wirklich, ob der Bitcoin überhaupt ein Wertpapier sein möchte und welche Vorteile wir dadurch tatsächlich haben. Ich persönlich sehe da jetzt noch nicht wirklich weitere Vorteile. Natürlich haben wir dann ein weiteres ähm, ja Finanzinstrument oder eine Möglichkeit in einen Markt zu investieren, aber das ist so das Einzige, was mir dazu einfällt. Falls ihr da noch irgendwelche Ideen habt, schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare. Deswegen ist es nicht unbedingt ein extremer Verlust und ich glaube, dass wir auch über andere regulatorische Maßnahmen hier den Weg in die Freiwirtschaft weiterhin finden werden und das Thema Adaption in der Hinsicht wird sicherlich auch in dem Atemzug weiter vorangetrieben, vor allem dann, wenn einfach mehr Bevölkerungsschichten sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen oder wollen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls ihr auch zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal einen Daumen nach oben da lassen und natürlich auch ein Abo, damit ihr, wie gesagt, keine Videos in Zukunft mehr verpasst. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr noch einen schönen Abend habt und äh, ja, wir sehen und hören uns die Tage wieder. Ciao, ciao.